Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt am Freitag. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich jetzt hier als nächstes für ein Spiel nehmen könnte. Habe bei GOG mal so ein bisschen die Listen durchstöbert. Und da bin ich durch Zufall auf Graven gestoßen. Das ist, ja, jetzt haltet euch fest, das ist ein First-Person-Rollenspiel-Metroidvania-Mix, grob gesagt, ne? Und so diese Mischung fand ich total faszinierend. Also von den Screenshots her fand ich, ähnelte das absolut einem Diablo in First Person. Und das hat mich schon extrem neugierig gemacht, ja. Das Spiel ist aktuell noch in der Entwicklung. Ihr seht es unten rechts, Early Access Build 6934. Ist, glaube ich, 2020 oder 21 gestartet. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will mich da auch nicht festlegen. Und ich habe mir überlegt, wir spielen jetzt immer freitags eine Folge Graven. Gucken wir mal, wie weit wir kommen in der Early Access Version. Und dann verfolgen wir auch so ein bisschen die Updates und was es dann so Neues gibt. Ich habe noch nicht gespielt. Ich habe bisher nur die Einstellungen gemacht, weil ich die Sounds und Musik wieder so ein bisschen anpassen musste. Das war alles doch sehr, sehr laut. So, wir gehen auf neue Kampagne. Hier steht dann auch nochmal, dass es momentan in der Early Access Version ist. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich euch jetzt hier mal die Roadmap einblende. Es soll wohl zum Full Release auch noch komplett lokalisiert werden. Und meine Hoffnung ist, dass es dann auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Das würde mich echt sehr freuen. Ja, das kennt man natürlich auch, dass es sein kann, wenn das jetzt hier einen neuen Patch bekommt, ne, dass man dann wieder von vorne anfangen muss. Das ist halt bei Early Access eben immer die Gefahr. So, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe mir auch keine Let's Plays oder so angeschaut. Es scheint ein Intro zu kommen. Da stand jedenfalls gerade Holt. A pious man among pious men. Our priest of the orthogonal order humbly walks the parallel path, following the creator through service. Father to an adopted daughter, as fate would have it, he cherished her, and they shared a love of both learning and charity. But not all walk the parallel path. They serve another, not a creator, not begotten, and their transgressions lay a heavy price upon the world. When love meets fear, even the humble heart feels wrath and righteous anger, giving birth to unknown strength. Red-handed from the blood of a heretic, the blood of a fellow priest, without being able to see how once more he is tried and found guilty. What divides contrition and shame? Acceptance. Acceptance. Succumbing to the burning sands and arguing not over the price of her life, he closes his eyes one last time. A prayer for peace. You will have to earn your peace. Okay. So. Ja, wundert euch nicht über diese Pixelgrafik. Das ist beabsichtigt. Das Spiel wurde übrigens auch von unter anderem von 3D Realms entwickelt, die ja bekannt sind für Duke Nukem. Und ich habe bei einigen Rezensionen gelesen, das soll wohl ein direkter Nachfolger von Hexen 2 sein. Ich kenne Hexen 1 und 2, habe die aber nie gespielt. Ne? Duke Nukem hingegen habe ich alle Teile gespielt, die es gibt. Zumindest die PC-Version.
Junge, Junge, du fährst ganz schön schnell, alter Mann. At times the only light in this accursed swamp are the funeral pyres. Other than the light you yourself make. Hier liegen lauter Leichen. No need to warn ships of land when they can scarcely dare come near. If they did, the bog would claim them, much like it did that lighthouse. Cowards are always the hungriest once the coast is clear. The most desperate would not. With this plague, it is better to die early. Death is natural, but this pox and what follows it is not. You die here, you become the swamp. Preserved in the peat, or one with the rot. Much has not been taken care of since the plague arrived. Fitting. Time does seem to be standing still. Forget your staff, priest. It's the only thing that will keep you alive. Okay. You're gonna need it more than I. Unser Tagebuch hat sich abgedatet. Schauen wir mal rein. I'm supposed to be dead. Where is she? What happened to my daughter? Whose voice was that? How can I earn my peace? Ja, irgendein Fährmann hat uns jetzt nach Cruxfirth gebracht. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja gleich mal hier so ein bisschen umgucken. Hier haben wir Karten. Wir haben noch keine. Unser Charakter. Die Spielzeit. Oh, wir haben ein Goldstück und das wollten wir dem Fährmann gerade geben. Secrets 0%, Lore 0%, Region Exiled. Hier ist unser Inventar, wenn ich das richtig sehe. Goldstücke und das hier weiß ich noch nicht, was das sein soll. Ich kann den nicht rausnehmen. Aber hier haben wir anscheinend auch noch so eine Art Zauberbuch. Gut, was haben wir hier noch? Das Journal, wo wir eben schon waren, und irgendwelche Notes. Ja, gut. Escape. So. Space ist springen, WASD ist ganz normal bewegen. So, mit der linken Maustaste kann ich so zuschlagen, mit der rechten mache ich das. Auf Taste 2 haben wir ein Zauberbuch, aber das kann ich nicht auswählen. Wir haben die Map of Cruxfirth. Picked up a map scroll. Können wir gleich mal reingucken. Auf M öffnen wir die Map. Und, oh, die scheint hier automatisch gezeichnet zu werden, ja. Muss ich mal gucken, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen und hier noch so ein bisschen was erforschen und vielleicht auch nochmal aufs Boot zurückgehen. Mich reizt das ja total, hier mal ins Wasser zu gehen, ne. Weil ich glaube, dass ich da hinten irgendwo was gesehen habe unter der Wasseroberfläche.
Aber ich will jetzt nicht gleich schon in der ersten Folge. Okay. Also wir können ins Wasser. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ich hier wieder hochkomme. So, ja, eine Automap, sehr nice. Gut. Schauen wir uns mal hier gleich so ein bisschen um. Was machst du denn hier? Plant Pickup. Ihr redet nicht viel. Shipping Manifest. Hier in guter alter Diablo-Manier zerstören wir hier mal eben das ganze Inventar. Okay, eine Fackel kann ich nicht nehmen. Also so der Ersteindruck ist schon mal sehr gut, muss ich sagen. Was haben wir denn da eingesammelt? Das andere Zeug sehe ich hier gar nicht, ne? Ich habe doch eben noch mehr eingesammelt. Irgendwelche Steine. Okay, das ist ein Heiltrank. Ja, und das soll hier wohl dann auch so sein, dass man im späteren Spielverlauf nochmal zu Anfangsgebieten zurückkehren sollte, weil man dann da wieder neue Wege freischalten kann mit, ja, wahrscheinlich besserer Ausrüstung. Also dieses Metroidvania-Prinzip dann quasi, ne?
Oh. Okay, da habe ich mich jetzt aber gerade richtig erschrocken. Ja, die sahen schon so explosiv aus, aber ich habe doch da schon mal drauf gehauen, da ist nichts passieren, ne? Respawn. Haben wir denn jetzt wenigstens alles behalten, was wir schon mal hatten? Ja, sieht so aus. Lore 1%. Gut, wir werden wahrscheinlich nicht das erste Mal, das letzte Mal gestorben sein. Oh, was haben wir denn hier? In Flame. A tool to light torches, trigger explosives, enrage foes and melt ice. Ah ja. Okay, wir haben jetzt den ersten Zauberspruch. Ein toter Kultist. Ja, ich werde dann die Texte nicht vorlesen. Wer sich das durchlesen möchte, kann ja da gerne auf Pause machen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon hier unten sein dürfen oder nicht. Das sieht hier... Ja, nun sehe ich leider nicht, ob da oben irgendwas drauf liegt, aber... Ich will noch mal ein bisschen Gold. So, weiter kommen wir hier, glaube ich, gar nicht, ne? Oh, doch, hier ist ein Hebel. Das scheint hier ein bisschen größer zu sein. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder nach oben und gucke mir die Stadt an. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Das ist auf jeden Fall ein Dungeon, so wie das aussieht. Richtig nice. Okay, die Tür können wir nicht verbrennen. Okay. Es gibt hier anscheinend eine Krankheit unbekannten Ursprungs. Na, du siehst ja aus. Have I seen you before? Nee, bestimmt nicht. Ja, ich bin ja normalerweise nicht der Vandale, ne? Aber man findet ja hier überall was. Oh, ich kann auch rennen.
5-mal blaues Mana. Gut, in den Gebäuden jetzt hier werde ich nicht alles zu Klump hauen. Oh. Can't pick up, also hier komme ich nicht rein. Where did you come from? Ja, ich bin gerade mit dem Boot eingetroffen. Mit dem Fährmann. Türen können wir ja anscheinend keine öffnen. Haben wir denn da? Halt. Ein vermisster Junge. $4000 als Belohnung, wenn wir da irgendein Wesen finden oder töten. So. Town Guard, a priest. You look as much like a prisoner. Nonetheless, we could have used your fight skill not long ago. We've got a bit of a situation. If you take care of it, you can enter the city. Our much stopped flowing on account of the sick and the dead alike bunching up in a sewers at a couple of spots. This bird won't be enough. You'll want to light some of the peat barrels to break it all loose. You walk past the door on your way up here, just down the stairs. Okay, er redet vermutlich von diesem Dungeon da unten, ne? Ja, ich glaube, das meint er. Haben wir schon einiges aufgedeckt hier. You never get used to the smell. Hm? Okay, gucken wir hier nochmal kurz lang und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Dungeon wieder rein. Also ich sollte mit meinem Mana wahrscheinlich sparsam sein, weil das lädt sich nicht auf. Jedenfalls nicht in vollem Umfang. So, gut. Dann wollen wir mal... Haben wir denn hier auch eine Map? Er wird immer noch die Stadt angezeigt.
Oh. Eine Healing Potion. Oh. Was haben wir denn da? Okay, das scheint ein Hebel zu sein. Kommen wir nicht durch. Also die Bewegung im Wasser ist ein bisschen schwammig. Die machen aber schon ordentlich Schaden, ne? Ich werde die mal lieber so ein bisschen aus der Ferne bekämpfen, weil wenn das hier so weitergeht, werde ich nicht lange überleben.
Okay, da muss ich wohl anscheinend irgendwas platzieren. Okay, ich kann Fackeln anzünden. Das Gold übersieht man hier aber schnell auf dem Boden, ne? Ach, das sind Checkpunkte. Okay. Man kann die anscheinend nicht alle anzünden. Tja, und hier komme ich ja nicht weiter.
Ah, okay, den Hebel haben wir und hier haben wir so eine explosiven Fässer. Einer übrig. So, mit dem müsste ich ja jetzt auf die andere Seite rüber, ne? Okay, also das ist jetzt hier durchgestrichen. Wir scheinen das abgeschlossen zu haben. Wobei es hier immer noch ein paar Bereiche gibt, die ich nicht erkunden kann. Ne? Die Tür da jetzt gerade, aber vielleicht sind das auch so diese Stellen, wo man eben erst später weiterkommt mit neuer Ausrüstung oder irgendwie sowas. Da ist ja auch noch eine Tür. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder zur Stadtwache. Ich hoffe bloß, ich finde den Weg jetzt hier noch raus. Good enough, but I wish you hadn't brought the stench back up with you. Even a plague smells better. Go on in. Ja.
Damit können wir die Stadttore passieren. So, wir haben Checkpoint erreicht. Und ich würde mal sagen, für die erste Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher so von diesem Spiel haltet. Ich finde es bisher ganz stimmig. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ne? Also, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, ciao.